Ja, ganz herzlichen Dank. Ich schicke voraus, mir ist sehr bewusst, dass hier um 12.30 Uhr Mittag gegessen wird und ich werde alles dazu tun, dass wir das auch schaffen gemeinsam und gegebenenfalls meinen Vortrag auch kürzen. Ich habe die Uhr im Blick. In der Tat, jetzt kommt es zum Äußersten, nämlich zur Gesellschaft. Das ist immer erstmal so monolithisch, denkt die Gesellschaft und die Technologien. Das möchte ich jetzt, das wird jetzt Ihre Aufgabe noch vor dem Mittagessen etwas komplizierter machen. Und ich hoffe, Sie gehen ein bisschen mit mir. Und bevor ich genau zu unserem Thema komme, möchte ich mal eine kleine Voreinstellung versuchen, wo wir uns eigentlich bewegen, wenn wir auf Technik in Gesellschaft, neue Technologien in der Gesellschaft schauen. Der Titel deutet schon was an, ich komme später auf ihn genauer zurück. Technisierungen, immer neue Technologien fordern uns heute heraus. Nicht erst seit heute, aber immer wieder neue Technologien. Ich bitte Sie von vornherein, mal folgende Perspektive einzunehmen. Denken Sie nicht nur immer über die einzelne Technik nach, sondern denken Sie immerhin, dass sie auch in einem systematischen und systemischen Kontext ist. Wir denken nicht nur neue Formen von Mobilität, Highly Automated Driving oder was auch immer, oder E-Mobility oder Shared, sondern ganze Verkehrssysteme, ganze Mobilitätssysteme verändern sich. Das ist ja immer so ein Unterschied ums Ganze. Nicht immer gucken wir auf alles zugleich, das können wir nicht, auch die Soziologie nicht. So ist das gar nicht gemeint, aber denken Sie immer, es geht immer ein Unterschied ums Ganze. Es ist nicht nur die einzelne technische Entwicklung, die im Blick steht. Gesellschaftliche Aspekte spielen in vielfältiger Weise bei der Ausgestaltung und bei der Nutzung und schon während des Entwicklungsprozesses von neuen Technologien eine Rolle. Das geschieht manchmal indirekt, ne, weil man irgendwie diesen massenmedialen Diskurs irgendwie mitnimmt über Chancen und Risiken, manchmal also auch im Entwicklungsprozess mitnimmt, manchmal ganz direkt durch eine Technikfolgenabschätzung, die schon mal zwischengeschaltet wird, durch rechtliche Regulierungsversuche, ne, alles Mögliche spielt sich da schon ein. Alles das ist Gesellschaft. Bitte, wenn wir über Gesellschaft reden, reden wir nicht nur oder wir nicht nur über Zivilgesellschaft, klar, das ist auch Gesellschaft oder die Öffentlichkeit, sondern Gesellschaft, wo immer und wie immer sie vorkommt. Wir sind als Forschende, als Entwickelnde auch Teil der Gesellschaft. Wir haben Recht, wir haben Wirtschaft, Industrie, das sind alles gesellschaftliche Teilnehmer. Aus einer soziologischen Perspektive öffnet man den Blick auf alle möglichen Gruppen, Einrichtungen, die sich an einer Technologieentwicklung beteiligen. Und zeitlich, das ist auch noch ein bisschen unbequem, wenn man das immer mitdenkt, wir denken nicht mehr so sehr an den klassischen linearen Innovationsprozess. Wir entwickeln was und dann wird es in der Praxis erprobt und dann wird es genutzt und dann schauen wir mal, was passiert. Sondern die Prozesse werden immer iterativer sozusagen schon. Ne? Wir probieren mal was aus und das geht nochmal in die Entwicklung zurück. Zugleich wird aber auch schon reguliert, zugleich wird vielleicht aber auch schon etwas versucht, auch in Verbänden einzuwirken und dergleichen. Ne? Also wird wieder neue Forschung betrieben, auch sozialwissenschaftliche Begleitforschung gemacht. Auch das geht wieder in Entwicklungsprozesse zurück. Also wir haben so etwas unbequeme, iterative Prozesse, nicht so den klassischen linearen Prozess. Alles dies zusammengenommen führt dazu, dass wir auf zwei Dinge gucken, wenn wir aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive auf neue Technologien schauen. Wir schauen auf soziotechnische Systeme und wir schauen auch auf die Gestaltungsprozesse sozusagen. Nicht erst hier haben wir jetzt eine Technologie und dann schauen wir mal, wie wir die jetzt nun finden wollen sozusagen, eins nach dem anderen, sondern das sind miteinander verbundene Prozesse. Und in der Tat, wir können wohl heute sagen, dass wir leben in sogenannten durch und durch technisierten Gesellschaften. An meinem Lehrstuhl mache ich da immer die Formel beliebt, dass wir in einer Techno-Society leben. Da kann man jetzt leicht aufstöhnen und sagen, oh je, noch so eine Gesellschaft. Wir kennen auch noch so andere. Wissensgesellschaft, Risikogesellschaft, Netzwerkgesellschaft und noch so ein paar andere. Warum ist das wichtig? Weil, glaube ich, und das zeigt sich jedenfalls in der Forschung, die wir so betreiben, auch immer wieder, wir so ein bestimmtes Selbstverständnis von uns als Gesellschaften haben. Ich gehe mal durch, was wir da so schon im Angebot hatten. So etwa seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts haben wir angefangen, uns als Wissensgesellschaften zu verstehen. Es war sehr klar, es wurde sehr klar, es wurde immer klarer, dass Wissen, Wissenschaft, Technologie eine große Rolle für Gesellschaften, moderne Gesellschaften spielen
und dass wir da gar nicht wegkommen. Wir investieren da rein, wir investieren in Ausbildung und all dergleichen. Also Wissen, ne, als eine zentrale Kategorie. Damit haben wir uns abgefunden, es bleibt nichts mehr auf beim Alten. Wir haben uns auch eine gewisse Dynamik in unserer Gesellschaft eingestellt, die eben durch immer neues Wissen auch zustande kommt. Aber so spätestens in den 80er Jahren hat man festgestellt, da gibt es auch so eine Schattenseite dieser hohen Dynamik von Wissensgesellschaften. Und das wurde mal mit so einem anderen Namen für die Gesellschaft bezeichnet, die Risikogesellschaften. Da geht es um Risiken ganz verschiedener Art. Sie erinnern sich vielleicht an manche dieser Debatten. Es betrifft sowieso, also einerseits natürlich natürliche oder naturwissenschaftlich bestimmbare Schadstoffverteilungen. Denken wir nur an den ganzen Hype um Radioaktivität. Aber es geht eben auch um soziale Gefährdungslagen, etwa Arbeitslosigkeit. Aber Sie können sich noch sehr viel mehr denken. Das heißt, eine Wissensgesellschaft ist eigentlich auch immer zugleich, wurde einem dann klar, auch eine Risikogesellschaft. Und dann im Zuge auch der neuen Technologien, über die wir heute sprechen, die so mit den 90er Jahren allmählich mehr und mehr in die Gesellschaft und in ihre Wahrnehmung eindrangen, haben wir die Idee entworfen, dass wir auch sowas sind wie eine Netzwerkgesellschaft. Alles mit allem auf alle Weise verbunden. Das, ne, hochwissensbasiert mit Risiken und Chancen. Wenn ich dann eben Techno-Society sage, sage ich, nehmen Sie all das, was wir eben gehört haben, nochmal mit. Auch eine Techno-Society ist hochgradig wissensbasiert, denkt sich in Chancen und Risiken und sieht sich als hochvernetzt. Und das, eine letzte Komplikation, mindestens auf drei Ebenen. Der letzte Vortrag hat uns sehr schön auf die Mikroebene aufmerksam gemacht, wirklich die invasive Technisierung von Körpern. Das muss nicht invasiv sein, kann invasiv sein, nehmen wir aber auch Computing, optogenetische Hirnschnittstellen mit oder auch Smart Homes. Wir umgeben uns und finden und leben in Umgebungen, die voll durch und durch technisiert sind. Wir denken aber nicht nur an unsere Mikroebene, also unser Freizeitleben, Arbeiten, Körper, sondern auch an die Mesoebene, die nächste Etage. Das wäre sowas wie, ne, Arbeit oder politische Prozesse, die sich verändern. Das große Stichwort, das Sie alle kennen, auch aus der Presse, Industrie 4.0. Organisationen ändern sich durch Digitalisierung. Das betrifft alle möglichen Prozesse, die Produktion, die Logistik, die Arbeitsprozesse, aber auch die Bildung, die Ausbildung. Ne? Alles, ne, dynamisiert sich durch diese Art von Technisierung. Und schließlich oberste Etage, die Makroebene, Politik. Denken Sie da, ne, an sicherheitsrelevante Fragen von E-Commerce, E-Democracy. Wir denken aber auch an Recht, an alle Bereiche. Alle werden durch Digitalisierung mitinformiert und ändern sich dabei. Also diese durch und durch Technisierung von Gesellschaften, die stark auf Wissen und Technologie, ne, sich berufen, dadurch aber auch stark verändert werden. Darum geht's. Das heißt, wenn wir jetzt über digitale Technologien, und jetzt sind wir bei dem Punkt, oder KI reden, dann trifft uns das jetzt nicht völlig unvorbereitet. Also schon seit den 60er Jahren fangen wir an, uns auf diese Art von Dynamisierung irgendwie einzustellen. Nur, noch nie waren die Technologien, die damit verbunden sind, so nah, so ausgereift, so fertig sozusagen. Und es kommt jetzt praktisch alles, was wir bisher gedacht haben, kommt jetzt zu seiner eigenen Wirklichkeit, kann man sagen. Jetzt sind wir da. Also nicht so völlig unvorbereitet, aber gleichwohl werden wir getroffen irgendwie von der Ubiquität. Überall, ne, finden wir Digitalisierungsphänomene. Von der Gleichzeitigkeit, überall bewegt sich irgendwas, aber durchaus auch ungleichzeitig, in der Medizin vielleicht anders als in der Mobilität und dergleichen. Also wir haben es nicht in allen Domänen und Bereichen mit gleichen Geschwindigkeiten, gleichen Ausprägungen zu tun. Und die hohe Interaktivität. Digitale Technologien, KI, das sind transversale Technologien, wie wir nennen. Überall kommen die irgendwie vor und interagieren ganz stark miteinander, haben aber überall sehr unterschiedliche Effekte, die wir auch einzeln anschauen müssen. Also insofern sind wir vorbereitet und unvorbereitet zugleich. Ups, sorry, was habe ich hier gemacht? Ich sage auch nicht die rechte Maus. Ja, voilà, jetzt stimmt aber, ne? Okay, apropos Vorbereitung, jetzt speziell, was die digitalen Technologien angeht. Ja, vorbereitet stimmt schon. Aber was ich jetzt erzählen werde, wird auch zeigen, eine lange Zeit lang
in doch eher intellektuellen, elitären, kann man fast sagen, Diskursen, die vielleicht im Feuilleton noch ein bisschen rezipiert wurden. Man kann eigentlich sagen, seit 60 Jahren fast diskutieren wir solche Dinge. McLuhan, der bekannte Autor, Electronic Age, es ist wirklich von 62, man könnte noch ein bisschen früher gehen. Es geht jetzt praktisch um die neue Zeit der unmittelbaren Verbundenheit aller mit allen. Wir hatten noch nicht diese digitalen Technologien, aber wir haben es schon gedacht anhand von anderen Medien. Alain Touraine hat es dann mit Program Society nochmal anders auf den Begriff gebracht, das war 71. Dann aus der Data Scientist Martin spricht über die Wired Society in 78. Van Dijk kommt dann etwas später mit der Network Society um die Ecke und Manuel Castells hat dann in den 96 das Information Age, die Netzwerkgesellschaft aufgerufen. Also alles das war schon da, aber noch nicht in gleicher Weise im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs, wenn man das kurz so nennen darf, sondern eher in sozialwissenschaftlichen, datenwissenschaftlichen Teilbereichen unterwegs, ein bisschen Outreach in Mediendebatten, manchmal auch in die Politikberatung hinein, aber noch relativ enger. In den 90er Jahren haben wir dann eine etwas sich ausweitende Debatte in viele Öffentlichkeiten hinein und dann sehen wir eine sehr ambivalente Entwicklung. Wir haben sehr positive, optimistische, geradezu euphorische Hoffnungen, die mit dieser Digitalisierung verbunden werden. Wir haben aber, das wurde ja eben schon kurz angesprochen, auch sehr skeptische Einrichtungen. Ist aber hoch ambivalent. Also die optimistische Neuauflage war Demokratie und freie Rede, endlich Demokratisierung war ein wichtiger Topos. Wir haben die freie, die offene Kultur, auch der Wissenskultur und Wikipedia als Stichwort. Aus der Kulturszene diese Remixes und Mashups, völlig neue Dinge, die durch digitale Chancen möglich sind. Wir haben viele Entwicklungen, auch Grassroots-Empowerment-Aktivitäten. Ab den 90ern sehen wir viele, nicht nur Diskurse, sondern auch Praktiken, auch neue Vergesellschaftungen oder Vergemeinschaftungen, die sagen, hier, wir können was machen, gerade weil wir jetzt digitale Technologien haben. Es gibt aber auch schon seit einiger Zeit durchaus, wie ich sagte, die andere Seite, neben hohem Optimismus, Euphorie, auch Alarmismus, Skepsis bis Alarmismus in verschiedenen Graden. Wir haben diese berühmte Geschichte des Silicon Valley Mindset. Die freie und die offene Kultur stellt sich jetzt als hyperliberalistisch heraus. Im Grunde zählt ja doch nur Disruptivität und das Ego und mein Startup und bla bla bla, Silicon Valley, aller gegen alle, ein neuer Darwinismus sozusagen im industriellen Maßstab. Dann haben wir Big Data und das Ende der Theorie. Was machen wir mit all diesen Daten? Daten, die ja für andere Zwecke gemacht werden, aber jetzt für neue Zwecke wieder benutzt werden und nochmal genutzt werden, aggregiert werden und so. Sind das die richtigen Daten für die richtigen Zwecke? Automatisierte Entscheidungsprozesse lösen viel Alarm aus. Wir haben eben insbesondere die Sorge, dass hier gesellschaftliche Vorurteile, Ungleichheiten, die es eh schon gibt, nochmal reproduziert werden in den Daten, die in diese maschinellen Lernsysteme hineingeraten. Und was immer schon ein Problem war mit eher technokratischen Lösungen, dass es sowas wie ein Solutionismus befördere. Quickfix, schnelle Lösungen, Hauptsache Lösungen und ob die richtig und gut sind und ob die dysfunktionale Nebenfolgen haben, interessiert uns erstmal nicht. Hauptsache schnelle Lösung. Das sind die skeptisch bis eher alarmistischen Stimmen. Wir haben natürlich auch Anlässe gehabt, warum sie überhaupt das Tageslicht gesehen haben. Skandale, wie etwa der NSA-Skandal, die Snowden-Enthüllung, WikiLeaks-Debatte. Alles das hat ja befeuert, dass wir sagen, ups, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Dann haben wir die Frage, welche Rolle haben die russischen oder anderen Bots im US-Wahlkampf gespielt? Die ganze Fake-News-Debatte, Cambridge Analytica. Dann haben wir auch sehr konkrete Szenarien, die aber eben deswegen schwierig sind, weil sie doch dann unkonkret sind. Was genau heißt denn Industrie 4.0? Das sorgt auch für viel, sowohl Euphorie auf der einen Seite, aber auch Unsicherheit auf der anderen. Gleichwohl auch der Aufstieg der Robotik, auch speziell der sozialen Robotik. Viele Diskussionen ranken sich um Überwachung, Selbstüberwachung, Enhancement. Das heißt, neue soziotechnische Arrangements werden jetzt auch wahr, rücken uns näher bis an den Leib und wir fragen, hups, was passiert hier? Autonome Systeme, lernende Technologien, die Cloud-Infrastrukturen, was machen die alles und Plattformen und so weiter und so fort.
Was sind jetzt die gesellschaftspolitischen Herausforderungen? Sie entstehen eigentlich, oder diese neuen Arrangements entstehen derzeit in Kontroversen um Software. Ups, was habe ich da gemacht? Um Software, Daten und Algorithmen. Und das möchte ich gerne mal an zwei Beispielen sagen. Also nicht nur an Software, Daten und Algorithmen, sondern auch in Kontroversen darüber. Wir haben zum einen mal das Thema datenbasierte Vorhersage- und Vorschlagssysteme. Sie, das findet man immer wieder raus, reproduzieren leicht ihre organisationalen und infrastrukturellen Bedingungen gleich mit. Das werde ich gleich erläutern. Und wir haben noch das Thema der Plattformen. Die scheinen ja erstmal neutral zu sein, erfordern aber eine ungemeine Zurichtung und Programmierung dessen, was auf ihnen organisiert wird. Und das wollen wir uns mal anschauen. Das sind meine beiden Beispiele, die ich mitgebracht habe. Also Vorhersage- und Vorschlagssysteme, die kennen wir aus ganz verschiedenen Bereichen. Predictive Policing etwa, Wartungsvorhersagen in Industrie 4.0-Anlagen oder etwa dieses Anticipatory Shipping von Amazon, aber auch noch viele weitere Beispiele. Problem, das hatten wir eben schon kurz. Das wird unter anderem benannt mit Garbage in, Garbage out. Wer schlechte oder einseitige Daten einfüttert, wird schlechte oder einseitige Daten auch wieder rauskriegen. Wie wird das hier genau kontrolliert oder plausibilisiert? Auch Machine Learning-Verfahren, die interpretieren nicht, sie vergleichen immer neue Daten mit neuen Datensätzen. Ne? Und der reine Vergleich soll es bringen. Das kann natürlich zu Engführungen oder gar dysfunktionalen Effekten führen. Das mache ich gleich mal an einem Beispiel, an das Sie vielleicht nicht so schnell denken. Wir haben ein Projekt gehabt mit dem Bayerischen Rundfunk. Und da ging es um die Einführung einer neuen Mediathek. Mediathek beruhen auch eben auf Vorschlagssystemen, Recommender Systems. Und da geht es auch darum, okay, was sollen wir denn jetzt schauen? Da gibt es zum Beispiel so Menschen, die lieben diese Serie Der Horn ist der Horn. Dagegen ist auch gar nichts einzuwenden. Und sie würden dann vermutlich, nachdem wir es ein paar Mal schauen, dann immer wieder vorgeschlagen bekommen. Jetzt ist es aber da der Bayerische Rundfunk. Der hat ja einen Auftrag, ne, in einer demokratischen Gesellschaft auch für eine ordentliche Sehkultur sich einzustellen, die auch einen gewissen Bildungsauftrag umfasst. Das heißt, wenn Sie verhindern wollen, ne, dass das Recommender-System so arbeitet, dass es immer mehr von darum ist, darum vorschlägt, muss man sich jetzt was einfallen lassen. Das ist immer der erste Punkt, dass man überhaupt dran denkt, wie wollen wir das gestalten? Wir machen nicht nur erstmal Machine Learning und alle schönen Sachen aus der Trickkiste, sondern überlegen vorher und setzen uns zusammen. Und wer setzt sich da zusammen? Wir haben überlegt, okay, da müssen wir vielleicht mal Leute reinbringen, die nicht nur die Software-Ingenieure vom BR selber, sondern auch Sozialwissenschaftler und Medienwissenschaftler. Das haben wir auch gemacht. Und da geht es jetzt praktisch um die Suche nach alternativen algorithmischen Verfahren und Optimierungsstrategien, die Engführung vermeiden. Und um Praktiken, auch Organisationsformen, die das ermöglichen und unterstützen und immer wieder aufrechterhalten. Was haben wir gemacht, oder diese Gruppe gemacht, genauer gesagt? Sie hat zum Beispiel Anti-Recommender sich überlegt, als berechnete diversifizierende Empfehlungen. Das heißt, wenn man gesehen hat, es wurden auch mal diese, neben der Home ist der Home, auch noch ein oder zwei andere Dinge, zum Beispiel Nachrichtensendungen aufgerufen, hat man die proaktiv mit unterstützt und in den Lernalgorithmus reingebracht. Man hat auch algorithmisch Noise erzeugt, also Geräusch, mal einfach irgendwas eingespielt, Hauptsache was anderes. Und kontextspezifische Empfehlungsaspekte mit reinbringen, wenn es etwa zu bestimmten politischen Ereignissen wichtige Sendungen gibt, die vielleicht auch mal fakultativ eingespeist. Also man kann den Algorithmus in dieser Weise ergänzen. Aber nicht nur das, man muss auch natürlich die Organisation, also den BR selber anpassen. Es geht auch um die Datenproduktion in den Redaktionen. Die muss ja auch systematisiert werden, dass man möglichst viel gleichförmigen, guten Input erhält, also eben gute Daten. Infrastrukturen entsprechend anpassen und auch institutionelle Änderungen vielleicht sich überlegen, wie etwa Online-Redaktionen, die speziell darauf achten und Expertise haben, diese Daten zu verarbeiten, für die Datenqualität Sorge zu tragen und dergleichen. Das zweite Beispiel, Plattformen, von denen hatten wir jetzt auch schon einiges gehört. Und in der Tat, ich nehme schon an, Sie wissen, das sind keine neutralen Vermittler der Organisation von Leistungen. Im Gegenteil, sie erfordern eine Zurichtung und Programmierung dessen, was sie organisieren.
Und alles wird eben auf diese Programmierbarkeit zugerichtet. Angebote, Leistungen, Prozesse werden an die Anforderungen der verwendeten Plattform jeweils ganz strikt angepasst. Und die Beispiele kennen Sie von Uber, Airbnb, YouTube und so weiter. Hier haben wir uns angeschaut, speziell die sogenannte Salesforce-Plattform. Und mal genauer geschaut, was passiert denn hier. Die wurde ja bekanntermaßen entwickelt zur Optimierung von Verkaufsprozessen. Die bildet die gesamte Kommunikation ab, vom Unternehmen bis hin zum Kunden und wieder zurück. Und sie ist cloudbasiert und als Service nutzbar. Was sehen wir? Wir haben nicht nur eine Neubestimmung von Arbeit. Wie Arbeitsläufe genau ablaufen, kann über die Plattform exakt bestimmt werden. Mitbestimmung eher sehr kritisch. Arbeitsprozesse werden digital verfügbar und steuerbar gemacht. Mitbestimmung wird zum Teil sogar softwaretechnisch verhindert. Arbeitsteilung, Arbeit wird zum Teil neu verteilt. Und das Thema der Überwachung, es werden permanent Leistungsdaten gesammelt. Das muss nicht so sein. Nach dem eben genannten Beispiel, das wir hatten, eines kooperativen Projektes in BR, haben wir ganz analog mit einer anderen Firma auch jetzt so ein sogenanntes Praxislabor eingerichtet. Dazu habe ich jetzt gerade keine Folie. Das ist im Rahmen von Arbeit 4.0 ja sowieso die allgemeine Richtung, dass wir jetzt überlegen, wie kann man Industrie 4.0 besser, ne, auch mitgestalten, auch durch andere Akteure. Und so ein Praxislabor kann zum Beispiel, ne, wirklich kleine Gruppen bilden aus allen einschlägigen Beteiligten eines Unternehmens. Das schließt die Betriebsräte, die Gewerkschaften, die Arbeitnehmer und verschiedene Abteilungen ein und zum Teil sozialwissenschaftliche Begleitforscher. Das machen wir jetzt im Moment in 2-3 Einrichtungen. Und mit ihnen zusammen sagen, kann man das auch anders gestalten sozusagen. Und in der Tat, da fällt einem immer was ein. Es ist aufwendig, es ist auch überhaupt nicht konfliktfrei, es ist sehr, sehr schwierig, aber denkbar ist es schon, das ist kein Must. Man muss sich nicht durch eine neue Technologie dieser Art oder durch Plattformen in dieser Weise überwältigen lassen. Das heißt, wo finden diese gesellschaftlichen, politischen Aspekte statt? Sie äußern sich die ganze Zeit an ganz verschiedenen Stellen. Ich habe Ihnen jetzt einmal vorgestellt, natürlich immer als mitlaufende Diagnose und Kritik. Die war in den 60er bis 90er Jahren eher intellektuell, eher wissenschaftsnah und wissenschaftsintern. Das scheint sich aber jetzt immer weiter zu verbreitern. Viele Akteure, auch der Zivilgesellschaft, beteiligen sich daran, nicht zuletzt auch digital. Da sind ja insbesondere durch die Social Media neue Chancen auch der Artikulation und Aushandlung entstanden. Auch wieder mit positiven und negativen Aspekten. Ich werde gleich noch was sagen zu Bildung und Ausbildung. Es ist völlig klar, dass wir hier laufend dranbleiben müssen für alle Beteiligten, diese Fragen im Studium, in der MINT-Ausbildung zu nutzen und vielleicht auch neue Lehr- und Lernformen zu nutzen. Dann, was ich eben beschildert habe am Beispiel der Mediatheken, sogenannte kollaborative Projekte ernster zu nehmen, also gleich da, wo es entwickelt wird, also schon in irgendeiner Form gemeinsam zu arbeiten. Und natürlich die Unzahl der Dialog- und Deliberationsformate, die Sie kennen, zum Teil eben auch digital unterstützt. Ich gehe mal eben rein in die Lehre. Da haben wir zum Beispiel im MCTS uns auch bewusst überlegt, nicht nur Lehre zu machen, eine Soße, ne, Gesellschaft für alle, sondern es geht jetzt wirklich um Digitalisierung für, ne, und Gesellschaft für Data Scientists. Ne, und dann wirklich zu sagen, okay, ne, stellt Big Data zum Beispiel eine neue Form der Wissenserzeugung dar? Welche soziotechnischen Herausforderungen gehen mit der Integration von Data Mining, maschinellem Lernen und der prädiktiven Analytik einher? Was bedeutet das? Und dann reden wir direkt mit den Leuten aus diesen Zielgruppen, eben, ne, Data Analytics, Engineering, Mathematicians, direkt daran aufgehängt, ne, versuchen wir gesellschaftliche Aspekte, auch ethische Fragen aufzuhängen und sagen, ah, da spielt sich was ab, da ist der Punkt. Und ausgehend von praktischen Beispielen werden dann eben die Studierenden an diese aktuellen Diskussionen herangeführt, und so, dass wir hoffen, dass sie in ihre professionelle oder spätere professionelle Tätigkeit mit integrieren können, als eine Perspektivenerweiterung für sie selbst, aber dann auch als eine Anforderung später an Arbeitgeber zu sagen, sorry, ich glaube, hier müssen wir noch jemand dazu holen, das kann ich gar nicht allein, da fehlen mir noch irgendwelche Aushandlungspartner. Für Dialog und Deliberation gibt es natürlich eine ganze Reihe von Beispielen, wie ich schon eben angedeutet habe. Selbstverständlich allerlei Diskussionen, auch die heutige Veranstaltung ist ja so eine. Überall werden an vielen, vielen Stellen, ne, solche Aushandlungen geführt. Es gibt direkte Stakeholder-Workshops, es gibt Hackathons, also eben auch mit diesen neuen Methoden arbeitend.
Es gibt Austausch auch zwischen Aktivistinnen und der Zivilgesellschaft, Publikationen für ein breites Publikum. Das ist also ein breit gestreuter Markt und das ist auch wichtig, mit verschiedenen Zugangschancen für verschiedene Akteure, mit verschiedenem Vorwissen und verschiedenen Engagements und auch Interessen. Und wenn wir jetzt noch mal einmal reinzoomen in irgendeine Technologie, die ist nur beispielsweise gerade genannt, soziale Robotik, auch in jeder einzelnen Technologie muss man von verschiedenen Stellen arbeiten, um, ich nenne jetzt mal das ingenieurwissenschaftliche Wort, Interfaces zu bauen zwischen dem Technischen und dem Gesellschaftlichen. Das passiert nicht an einer Stelle. Wir haben jetzt eine Debatte gehabt und damit ist gut. Oder wir haben einen Ingenieur, auch gesellschaftswissenschaftlich ausgebildet, dann ist gut. Oder wir haben einen Ethikkodex, dann ist gut. Alles das muss passieren und noch viel mehr. Ne? Dass wir immer versuchen, in gewisser Weise überall zu bedenken, wo sind diese Schnittstellen. Ne? Nehmen wir es an diesem Fall der Robotics. Es geht eben also nicht nur darum, den Roboter zu programmieren und zu bauen, sondern vor allem Interfaces zu bauen, in denen der Mensch sowohl für den Roboter als auch der Roboter für den Mensch verfügbar wird. Ne? Also in beide Richtungen jeweils zu denken. Und nehmen wir mal an, die typische Wohnumgebung, in der ein sozialer Roboter dann demnächst herumgeht, der muss mit diesen Pflegenden, dem Patienten, aber auch dem Teppich zurechtkommen, der da steht. Und eventuell überlegt man sich, in dieser Wohnung keinen Teppich zu haben, damit der Roboter da gut arbeiten kann. Also wechselseitig verfügbar machen. Es müssen auch Pflegestätten und Pflegekräfte, die müssen da eben auch drauf eingestellt werden. Es hat bestimmte Ausbildungserfordernisse. Wir haben eine ganze Reihe von forschungs- und förderpolitischen Maßnahmen im Feld der sozialen Robotik, sehr machtvolle Instrumente, dass die gleich so ausgelegt würden, dass sie die Interaktion mitbedenken sozusagen und nicht nur die rein technische Entwicklung fördern und so weiter und so fort. Also an all diesen Stellen wird ja schon Schnittstellenarbeit gemacht oder wäre möglich, falls sie da noch nicht gemacht wird. Also das heißt, bitte immer nicht nur an eine Sache denken, sondern an die vielen Dimensionen, in denen Technik gesellschaftsfähig werden kann. Kurz und damit schließe ich auch ab. Innovationstätigkeit, klar, bereichert sie unser Leben, aber es fordert sie auch heraus und zwar immer wieder. Es gibt keinen Stopp. Wir alle leben jetzt praktisch in einer Modusgesellschaft, zu dem wir gerade in München auch versuchen, einen Sonderforschungsbereich zusammenzukriegen, einer Gesellschaft im Update-Modus sozusagen. Ne? Eine Gesellschaft, die sich darauf einstellt, dass immer wieder genau dieses Digitale, genau diese Geschichte, Update wird ein allgemeiner Modus. Überall. Wir wissen, wenn wir morgen ein Gesetz haben, das werden wir übermorgen schon wieder ändern müssen. Wir wissen, wenn wir heute irgendwie eine Bildungsreform haben, morgen kommt schon Bologna 3. Bla, bla, bla. Wir wissen praktisch, wir stellen uns immer schon darauf ein, dass wir immer nur vorläufig agieren können, immer nur vorläufig zu Lösung kommen und die nächste Lösung ist schon mitgedacht, institutionalisierte Vorläufigkeit, so wollen wir das nennen. Und das eben heißt auch, dass die Notwendigkeit, sich an all den verschiedenen Stellen gestaltend mit einzubringen, wohl dann der moralische Appell dieses Vortrags ist und den werden wir wohl in allen den genannten Dimensionen dauerhaft vor uns haben. Ich danke Ihnen und das ist das Digital Media Lab am MCTS, die für diese Beispiele besonders in Frage kam und mein Lehrstuhl heißt so. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Sabine Maaßen, für diesen Blick auf die verschiedenen Schnittstellen zwischen Technik und Gesellschaft, dort, wo man sie installiert, dort, wo sie vielleicht auch noch nicht gesehen worden sind. Sie haben die verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen angesprochen, die jetzt von diesem Digitalisierungstrend besonders erfasst sind, dass man dort auch differenzieren muss. Wie es bei technischen Neuerungen ja oft ist, hat man auf der einen Seite dann die sieht man die großen Chancen, die ganzen Vorteile, die sind auf der anderen Seite die Befürchtungen, die geäußert werden, standardmäßig oder sich dann in Skandalen auch niederschlagen. Und dann haben Sie ja auch schon sehr viele Punkte genannt, wie man jetzt gesellschaftlich damit umgeht, um auch wenn man vorbereitet zu sein, glaubt für entsprechende Diskussionen, aber wie man entsprechende Dialoge dort auch institutionalisieren kann, eventuell. Also das ist... Da waren schon viele Ideen dabei. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, noch weitere zu nennen, einige zu einigen Punkten was zu sagen, Fragen zu stellen. Frau Münch, das Mikrofon ist schon unterwegs. Okay.
Liebe Frau Maaßen, ganz herzlichen Dank für einen sehr anregenden Vortrag. Sie sprachen zuletzt in Anführungszeichen von der Gesellschaft im Update-Modus. Jetzt merken wir ja, glaube ich, die meisten Informatiker jetzt vielleicht ausgenommen, dass man ja schon manchmal das Gefühl hat, also selbst wenn man einigermaßen sich auf dem Laufenden wähnt, wohlbemerkt, dass einen das doch gelegentlich überfordert, diese schnellen Veränderungen, von denen Sie gesprochen haben, von denen ja die meisten ja sowohl privat als auch im beruflich ja ständig betroffen sind. Die Frage also so aus gesellschaftspolitischer Sicht, wie gelingt es und welche Überlegungen gibt es da jetzt von Ihrer Seite, von Seite der Soziologen, der Wissenschaftssoziologie, die sich damit beschäftigt? Ich mag den Ausdruck nicht, Menschen mitzunehmen, das finde ich einen depperten Ausdruck. Aber wie schafft man es, dass es das eben nicht als eine völlige Überforderung von großen Teilen der Gesellschaft wahrgenommen wird, etwas, was man sich vielleicht doch fernhalten möchte, worauf man sich nicht einlassen möchte, weil man letztendlich gegenüber verschiedenen Facetten, viele Facetten davon sehr angenehm findet, unser Chamäleon lässt grüßen und viele Facetten ja doch als große Bedrohung wahrnimmt, als Überforderung, sei es im Alltag, sei es im Beruf. Also was außer, naja, Bildung ist natürlich sicherlich ganz wichtig, aber auch wir beide wissen, mit Bildung erreicht man nicht alle. Also was kann man tun und welche Überlegungen gibt es, abgesehen von den Sonntagsreden, dass sich alle lebenslanges Lernen kann auch zu einer grauenhaften Überforderung von Menschen werden. Das hört sich für Akademien wie diese hier vielleicht schön an, aber ich kenne viele Menschen, die sagen, bleibt mir weg mit eurem blöden lebenslangen Lernen. Also wie geht man damit um, dass dieser Digital Divide nicht zu etwas wird, was vielleicht mehr dividiert als nur die Technologieaffinen und die weniger Affinen, sondern unter Umständen dem Populismus freien Raum bietet. Ja. Ist schon an, ne? Okay, gut. Ja, schönen Dank für eine super wichtige Frage, die ich leider auch nicht beantworten kann, aber sie stellt sich mir mit der gleichen Dringlichkeit, das ist völlig klar. In der Tat, wir sehen uns jetzt genau diese Anforderung, aber auch nicht erst seit den digitalen, ne? Technologien gegenüber. Ich mache mal einen kurzen Ausflug. In den 70er Jahren hieß es, wir müssen jetzt unbedingt alle ein bisschen mehr von der Wissenschaft verstehen, damit die Wissenschaft mehr Akzeptanz hat. Es wurden riesige Programme in Public Understanding lanciert, also rauf und runter, rechts und links. Man konnte sich auch kaum noch retten, bis man dann kapiert hat, warum funktioniert das nicht? Geht einfach nicht. Die Idee, dass, also schon allein die erste Idee ist, dass wenn man es besser versteht, dann auch besser und lieber mitmacht und ne, dann auch mehr Akzeptanz hat, die stimmt nicht. Die Idee, das ist praktisch so die klassische Idee, die im Mitte des 19. Jahrhunderts schon ausgestorben ist, so des allgemeinen Gelehrten sozusagen, der alles weiß und deswegen in der Welt sich sicher und locker bewegen kann. Das hat sich wirklich echt verändert und man hat eingesehen, dass Nichtwissen, Lücken im Wissen, Spezialisierung, auch wichtige Aspekte sind, keiner kann alles machen sozusagen. Stattdessen ist ein anderes Programm getreten, das heißt dann Public Engagement in Science and Technology, statt PUS, also PEST. PEST klingt als Akronym nicht so toll, heißt aber trotzdem so. Und das hatte auch die Idee, lieber in einem Aspekt mal so richtig mitmachen sozusagen, da dabei sein und dann auch lernen, was das Vorteile, Nachteile und die Schwierigkeiten, die Probleme. Und durch dieses Engagement dann auch pass pro toto ein Vertrauen zu gewinnen in anderes. Ich denke, das ist nur im Analogmodell jetzt gedacht, auch hier, dass wir lernen müssen, dass wir unmöglich alles wissen, in allem up-to-date sein können und so eine Art Sufficing betreiben, ne? Also Genügsamkeiten entwickeln für bestimmte Dinge, für die wir uns interessieren. Als Gesellschaft kann ich das machen, denn im Vertrauen darauf, dass Frau Mündig sich vielleicht für was anderes interessiert und da engagiert und Herr Kellermann dann nochmal woanders und so weiter, dass wir das als gesellschaftliche Aufgabe lösen miteinander, dass jeder seine Spezialisierung und auch sein Engagement hat, auch ein Engagement nicht nur für sich selbst, auch für Gesellschaft und dass wir darauf vertrauen können. Das müssen wir jetzt nicht in eine große Datenbank eintragen, wer sich wofür hier genau interessiert, sondern können vielleicht auf dieser aggregierten Ebene darauf vertrauen, dass sich hinreichend viel Engagement ergibt. Aber dieses ist wichtig, nicht für was Bestimmtes, zu jeder Zeit auf dem besten Level, sondern alle
in hinreichendem Maße für verschiedene Dinge. Ich glaube, das kann man nur gesamtgesellschaftlich lösen, aber dafür muss es dann auch, und wie die zustande kommen soll, das kann ich nicht beantworten, sowas wie eine Akzeptanzkultur geben, die nicht nur auf höher, schneller, weiter für alle zu jedem Zeitpunkt rechnet, sondern sagt, das können wir, ne? Individuell kann sich jeder entscheiden und darf sich auch jeder entscheiden, gesamtgesellschaftlich sollte, aber praktisch die Idee da sein, dass man sagt, okay, also irgendwer sollte sich drum kümmern, wenn ich es nicht bin, ist es hoffentlich jemand anders und es gibt auch für alles welche. Ne? Ergänzend dazu Herr Mayer, dann bitte. Die Frage, na, natürlich, das sind jetzt Ausführungen, die auf unsere Art zu leben hier zutreffen, aber inwieweit beeinflusst jetzt das China-Modell, das Core-Modell, nachher genau die andere Denke, dass man nachher dann als Individuum sich der Gemeinschaft unterzuordnen hat und damit nachher dann aufgrund der Zielsetzung auch, die in diesem Modell ja drin ist, versucht nachher dann den Menschen angepasster oder noch mehr funktionsfähiger zu machen, damit er als Gesellschaft nachher dann wirklich zur Gesellschaft beitragen kann. Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich meine, diese technologischen Prozesse sind eben globaler Art sozusagen und nicht nationaler. Und wir können hier in Deutschland noch so schöne Datenschutzgesetze und Aufmerksamkeiten haben und eine skeptische Öffentlichkeit. Das ist schon was und nicht zu verachten, aber natürlich die Systeme spielen weltweit. Ne? Und klar, was soll ich da sagen? Ich habe den gleichen Zweifel, den Sie auch haben. Ne? Walter Blocher, bitte. Mich hat Ihr Projekt mit dem Bayerischen Rundfunk sehr berührt, nur nicht die Bezeichnung, vielleicht Anti-Recommender-System. Ich glaube, es beschreibt das Chamäleon so gut wie kaum etwas anderes. Es ist das grundlegende Problem wahrscheinlich unserer Digitalisierung. Mhm. Wir hatten ja immer eigentlich Recommender-Systeme und zwar auch im ganz normalen Printbereich. Man hätte oder kann von Lückenpresse, nicht von Lügenpresse wohlgemerkt, sondern von Lückenpresse sprechen, weil immer ausgewählt wurde durch Redakteure, die halt in manchen Bereichen einfach einen Überblick hatten. Genau. Und wenn man jetzt irgendein Printprodukt auch heute eben noch hat, wie ich es auch genieße, dann findet man in der Zeit überall etwa oder in der Süddeutschen oder was immer Sie aufschlagen, finden Sie Artikel, die Sie nie gesucht hätten. Aber Sie stoßen drauf, werden hineingezogen, vor allem wenn es vielleicht am Anfang schon mal gut geschrieben ist und sagen nachher, da schau her, hätte ich nicht gedacht, interessiert mich. Ja. Und jetzt ist es halt bei den elektronischen Medien das Problem, dass wir es bisher gewohnt waren, dass das halt linear zu konsumieren war. Und damit war das auch ein Recommender-System eigentlich, nicht? Durch die Redaktionen und durch den Bildungsauftrag des öffentlichen Rundfunks sozusagen, des Öffentlich-Rechtlichen hier auch geprägt. Und jetzt ist der Mensch eigentlich überfordert durch die Vielzahl von Quellen, bei denen er frei auswählen kann. Und dann hat irgendein Depp das Recommender-System genannt, wenn man ihm einfach sagt, brat in deinem eigenen Saft und das, was du jetzt gewählt hast, dem anderen auch gewählt und das wird dir auch gefallen. Das ist das Gegenteil von Bildung, das Gegenteil von Weltoffenheit und von Pluralismus. Und darum sollte man es vielleicht auch nicht Anti-Recommender-System nennen, weil das ist ja erst gerade wieder ein Recommender-System. Aber eigentlich versucht man, ich will nicht sagen, vom Digitalen ins Analoge zurückzukommen, aber sozusagen vom Nichtlinearen wieder ins Lineare. Das ist ein großes Problem. Ja, vielen Dank für das Plädoyer und die Genealogie sehe ich genauso wie Sie. Über den Begriff müssen wir uns nicht streiten, da können wir gerne noch mal nachdenken. Aber in der Tat, ich fühlte mich zurückerinnert an die Zeit, als es noch so richtige, große, wunderbare Präsenz-Universitätsbibliotheken gab. Da hat man ja oft dieses Buch genau mit dieser Signatur gesucht und sag mal daneben, auch interessant. Wunderbar, wunderbar. Und dieses Gefühl wieder zu haben, das kann man auch technisch unterstützen. Ne? Man muss es aber auch organisatorisch unterstützen. Das war ja das zweite Plädoyer. Dann muss es auch Redaktionssysteme geben, die das unterstützen, die auch immer neue Ideen reinbringen, wie man das verbreitern kann und dergleichen. Ne? Herr Pausch, bitte. Ich wollte noch mal auf den Bildungsbegriff zurückkommen, der vorhin eingebracht worden ist. Sozusagen als Mittel gegen den Populismus. Ich meine, das lebenslange Lernen ist ja eigentlich ein sehr auf Effizienz gerichteter Begriff. Also ich muss halt die Fertigkeiten haben, um mithalten zu können. Aber muss ich nicht auch menschliche Fähigkeiten haben, mithalten zu können, in mir ruhen, Charakterbildung, Herzensbildung, also möglicherweise zurück zum alten Humboldtschen Ideal und dergleichen. Wer würde das bestreiten? Gleichwohl wird es marktfähig, nur indem es sich in diese Lifelong Learning Systeme da einkauft. Und ansonsten sind sie auf sich selbst verwiesen, zu sagen, okay, das sehe ich so, dass ich daran auch arbeiten muss. Aber es wird in der Tat, wie ich es gerade schon praktisch unbewusst so formuliert habe, dieses an sich selbst arbeiten, in dieser Arbeitsmetaphorik, ne, und ich muss was tun für mich, selbst wenn ich es für mich tue, tue ich es ja letztlich auch für ein Funktionieren im System. Aber klar, ich stimme Ihnen zu,
wo bleibt da noch der Platz dafür? Und das können wir, glaube ich, nur auch wiederum auch gesellschaftlich stark machen, weil das einzeln sehr schwer erstmal zu erkennen und dann auch durchzusetzen ist. Ne? Ja. Nicht nur unsere Schulen, wenn es wirklich lifelong ist, fände ich zum Beispiel sehr angenehm, wenn sich auch Hochschulen und dergleichen, wenn sich auch Industrieunternehmen dafür interessieren würden, also nicht nur pro forma Gesundheitsprogramme aufzulegen, sondern Arbeit so zu strukturieren, dass man gesund bleiben kann und dergleichen. Ne? Von der Uni Potsdam, Herr Pucci, bitte. Wenn wir uns unsere Schulen angucken, müssten wir eigentlich in bittere Tränen ausbrechen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich habe in Wismar am Mittwoch den Satz auf der Tagung, da werden Sie sich dann wahrscheinlich richtig ärgern, den Satz gesagt, eine Landesregierung, die Informatik nicht zum Pflichtfach macht, braucht mit mir nicht mehr über Digitalisierung zu reden. Da hat der Minister kurz etwas gezuckt, aber also Schulen, schwierig, um sie für diese Gesellschaft auszubilden. Aber am Ende komme ich immer auf eine Frage. Mhm. Und wenn ich mal das China-Beispiel von eben nehme, da sagen wir immer, das ist nicht unser Weg und das ginge bei uns gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ein Smartphone hat. Und Sie haben wahrscheinlich so eine leise Ahnung, was damit alles geht, mit den Daten, die da gesammelt werden und dem Einfluss, den man mit diesen Daten nimmt. Und da sind wir nicht so dramatisch weit weg von den Möglichkeiten her, von dem, was die Chinesen tun. Jetzt nehmen die auch noch andere Menge Daten von außen dazu. Aber am Ende kommen wir immer an einer Stelle raus, an der sie eben auch rausgekommen sind. Und das ist die Frage, wer macht die Regeln? Mm-mm. Wir tun immer so, Sie haben das am Anfang bei Plattformen auch so ein bisschen gesagt, wir tun immer so, als gäbe es gar keine Regeln, als wären die neutral und die Technik macht das von selber. Und das war die Sache mit dem Recommender System. Die implizite Annahme war, dass ich mich nach dem bisherigen Nutzerverhalten der N-1 anderen Nutzer richte. Genau. Also ein Recommender-System, wir beide haben das eben genannt. Mhm. Kunden, die dieses Buch gelesen haben, müssten dringend auch mal folgende anderen Bücher lesen. Ja, genau. Also diese Frage, wer macht die Regeln, das ist, glaube ich, die spannendste überhaupt, denn es gibt immer Regeln, auch bei uns. Ganz recht. Nehme ich als Kommentar. Ne? Ja. Dann können wir das Mikro gleich weiterreichen an Philipp Müller. Ja, und dann? Ganz kurz nur ein kurzes Plädoyer gegen den Kulturpessimismus, den wir gerade hier vertreten. Ich glaube, das ist ja auch nicht so gemeint gewesen. Ich glaube, die Stimmung insgesamt war nicht so. Ich habe von Amazon und der Recommendation Engine auch viele total idiosynkratische Vorschläge bekommen. Mhm. Und insofern, am Ende sind es eben, wir leben in Strukturen und in diese Strukturen können wir manchmal gestalten und manchmal eben nicht. Und ich glaube, genau auch Ihr Plädoyer für Strukturen zu gestalten und so wie Betty vorhin auf der Mikroebene reflektiert hat, wo man eben auch die Technologie nutzen kann, um zu gestalten, ist auch eine Aufgabe, die wir hier haben. Ja. Gleichwohl, es bleibt, ich unterstütze das, die Frage, wer kann es, wer darf es. Ne? Wir müssen in die Lage versetzt werden, es zu können. Aber ich denke, auch zum Beispiel Unternehmen, gerade im Fall von Industrie 4.0 sieht man das, ne? Dass sie jetzt allmählich auch mit dem Rücken zur Wand stehen und mittlerweile zu allerlei Experimenten willens, die sie vorher nicht gemacht hätten. Ne? Also da schöpfe ich ein bisschen Hoffnung. Es gibt ja immer auch so ein Momentum, ohne jetzt wiederum auf die andere Seite zu verfallen, überaus optimistisch zu sein. Aber es gibt da jetzt wirklich auch Lücken für alle. Ich meine, alle haben dieses Nichtwissen. Keiner weiß, wo es genau lang geht. Ne? Und trotzdem müssen Geschäfte gemacht werden. Also mit anderen Worten, werden sie jetzt alles machen, um irgendwie weiterzukommen. Ich habe noch nie so viele als Sozialwissenschaftlerin Anfragen bekommen wie heute. Ob wir das lösen können, steht auf einem anderen Blatt. Aber dass wir gefragt werden allein, finde ich schon ein enormes Indiz. Schön. Bitte schön. Ich habe noch mal eine andere Frage. Und zwar, Sie hatten vorher von der Update-Gesellschaft auch noch mal gesprochen, dass immer quasi die Software oder die Dinge um uns herum geupdatet werden. Wir haben hier in der Tagung auch von zum Beispiel der Datenschutzgrundverordnung oder von verschiedenen anderen Gesetzen gesprochen. Und das Stimmungsbild war ja immer, dass die irgendwie schlecht sind oder zu spät kommen oder sonst irgendwie. Wie kriegen wir diese Update-Gesellschaft in die Gesetzschreibung, in die Politik hinein? Für die Software haben wir agile Methoden, irgendwie Scrum. Wir sehen, die Software funktioniert nicht. Wir haben einen Bug-Tracker oder sowas. Mhm. Politik und Gesetze machen ist ja gerade nicht auf so schnelle Iterationen ausgelegt. Also ist das etwas, was wir als Gesellschaft brauchen und wie würde man sowas implementieren? Ja.
Es kommt wieder so ein entschiedenes Ja und Nein. Ich denke schon, ich habe übrigens bewusst nicht von Update-Gesellschaft, sondern Gesellschaft im Update-Modus gesprochen. Und das ist natürlich in weiten Bereichen erstmal eine Metapher, so ähnlich wie. Ne? Und natürlich gibt es in einzelnen Bereichen, das haben Sie jetzt auch so hingenagelt, sehr unterschiedliche Dynamiken. Und ich glaube, was wir gesellschaftlich auch brauchen, sind Ungleichzeitigkeiten, sind auch, was man mit einem schlimmen systemtheoretischen Begriff Interdependenzunterbrecher nennt. Also laufend interagiert hier alles miteinander. Jetzt muss man auch mal sagen, ups, jetzt kommt mal gerade eine Pause auf, weil irgendwas nicht so schnell geht. Das ist ja auch eine Chance für Nachdenken, Deliberieren, anders machen. Natürlich kann es selber auch Probleme erzeugen, Volata, stimmt. Und es stimmt, und das ist jetzt die Ja-Seite, durchaus nicht, dass da gar nichts passiert. Also man sieht ja, dass es auch sowas wie Gesetzesfolgenabschätzung gibt, experimentelle Rechtsprechung und dergleichen. Es wird ja versucht, hier und da, gerade im Bereich der Automatisierung, auch Formen zu finden. Aber eine gewisse Verlangsamung gegenüber den anderen Prozessen finde ich nicht grundsätzlich von übel, sozusagen. Ja. Haben wir dann quasi auch Bananengesetze? Ich meine, an Gesetzgebungen werden natürlich immer letztlich auch andere anforderungsreiche Kriterien angelegt. Das glaube ich, ich meine, die können Bananenstadium haben, aber ob sie dann nachher Banane sind, das will ich nicht hoffen. Nach all den Stadien, die sie durchlaufen müssen. Carsten Trimitis. Also noch kurz zu diesen Empfehlungssystemen. Dem stimme ich zu, dass das durchaus davon abhängt, wie die Regeln gemacht werden. Also wenn jetzt einer daheim ist, daheim anschauen will und kriegt eine Nachrichtensendung für das Beispiel untergejubelt. Ich hoffe, das artet nicht dahingehend aus, dass wenn ich mich beispielsweise über die Weimarer Republik informieren will, dann daheim ist daheim untergejubelt bekomme. Also es kommt immer darauf an, wie man die Regeln, in welche Richtung man das macht. Und das ist auch schwierig zu definieren. Was ich auch noch sagen wollte zu dem lebenslangen Lernen, also es wird ja immer so dargestellt, dass die Leute, die da mitkommen, die können dann in der Gesellschaft mithalten und die anderen, denen das über den Kopf steigt, die bleiben außen vor. Mhm. Ich glaube aber auch, dass diejenigen, die da schon mithalten und die das Ganze machen, auch eine gewisse Verantwortung für den Rest der Gesellschaft haben und die sollten auch mehr wissen über die Gesellschaft und sich nicht nur so auf ihre fachspezifischen Dinge konzentrieren und immer von anderen erwarten, dass die da alle sich möglichst damit beschäftigen. Also ich sehe das mehr zweiseitig. Mhm. Es ist nicht nur so, dass wir mehr über Digitalisierung oder über digitale Sachen wissen müssen, logisch müssen, sollten wir, aber andersrum oder umgekehrt sollten auch diejenigen, die das Ganze kreieren, die gesellschaftlichen Prozesse besser verstehen. Und das ist ja auch ein Hauptgrund, warum wir diese Tagungen machen. Ja, richtig. Ja, absolut. Ich meine, das können wir heute so nicht sehen, aber immerhin, es ist ja auch ein generationelles Thema sozusagen. Also jetzt wachsen ja diese Digital Natives nach sozusagen. Und wenn die dann mal alt sind und wenn die nach einem Herzinfarkt so eine VR-Brille aufkriegen, dann sind die gar nicht überrascht. Also mit anderen Worten, das wird sich ja jetzt auch weiterentwickeln, glaube ich. Ne? Auch wenn wir darauf nicht warten können, das wollte ich damit nicht sagen. Meine Frage ging in eine ähnliche Richtung. Wie letztendlich unsere Gesellschaft und die Politik damit umgehen sollte, dass einzelne Menschen mit zukünftigen Entwicklungen nicht mithalten können oder auch nicht wollen unbedingt. Also es gibt ja Leute, die kein Smartphone haben, die auch sagen, sie haben keinen Fernseher, kein Internet. Also wie sollte die Gesellschaft damit umgehen, dass es diese freie Entscheidung für die Lebensführung auch noch geben sollte? Ja, ich denke, wir sollten uns jetzt momentan auch dafür hüten, zu sagen, dass das schon allein in Deutschland, in der ganzen Gesellschaft überall gleich wäre oder so. Ne? Das ist nicht so. Es ist noch viel Platz auch für anderes sozusagen. Wird ja tatsächlich auch gelebt. Hm? Die Frage, ne, aber hat man dann auch entsprechende oder für sich befriedigende Berufschancen, wenn man all das nicht macht? Ne? Das wäre ja mal so eine harte Frage. Ne? Ist ja schön, kein Smartphone zu haben, aber wenn man es braucht für die Arbeit, dann wäre es schon blöd sozusagen. Ob man da praktisch eine Entnetzung einführen kann. Es gibt soziologische Kollegen, die sagen, ne, Entnetzung, das ist ein Paradox, das geht nicht mehr. Ne? Also in irgendeiner Weise sind wir alle drin. Wir haben uns, selbst dann, wenn wir uns entschieden haben, damit nichts zu tun haben zu wollen, sind wir durch andere drin sozusagen und müssen dann Kosten tragen. Wie so ein Modell aussehen könnte, gesellschaftlich, I don't know.
finde ich auch wirklich schwierig und sollte man jetzt nicht so ex cathedra, ne, einfach so sagen und auch nicht einfach nur fordern. Und wir werden ja, das möchte ich auch noch sagen, von Digitalisierung auch in verschiedener Weise betroffen. Ne? Zum Beispiel auch betroffen im Sinne von, wir haben Nutzen etwa in neuen medizinischen Möglichkeiten sozusagen. Ne? Und egal, ob wir das verstehen oder nicht verstehen, nach dem Herzinfarkt kriegen wir die Brille auf und dann wird es gemacht. Dann haben wir ein Expertensystem um uns herum, die uns hoffentlich, ne, nach allen Regeln guter Praxis, ne, damit besser, schneller, effektiver heilen sozusagen. Ne? Da muss ich zum Beispiel auch eigentlich selber gar nichts wissen und kann trotzdem, ne, davon maximal profitieren und hoffentlich keinen Schaden nehmen, wenn alle alles gut machen. Ne? Also, dass wir das ein bisschen aufbohren sozusagen, was bedeutet das, ne? Da nicht oder weniger zu wissen. Ne? Das kann an verschiedenen Stellen auch unproblematischer sein. Ne? Frau Müller-Völkel. Danke. Ich wollte jetzt nochmal eben auf dieses Bildungsbashing, was jetzt vorhin schon wieder ein bisschen durchgedrungen ist, eingehen. Das Problem ist, man tut sich immer leicht damit zu sagen, ja, die Bildung, die Schulen, die sollen es richten. Ja? In den Schulen wird wahnsinnig viel getan. Egal, ob das jetzt in einem dezidierten Unterrichtsfach Informatik ist oder in Englisch, Deutsch, ich weiß nicht, in allen Fächern, Mathematik, Physik. Mhm. Und das Problem ist, dass die Schule kein Feedback bekommt, wo geht es überhaupt hin? Und jetzt weiß ich, Sie wissen es auch nicht. Mhm. Entschuldigen, Sie sitzen hier alle und Sie wissen es auch nicht. Und wie sollen wir auf was vorbereiten, von dem wir gar nicht wissen, was es eigentlich ist? Mhm. Und da können Sie nicht sagen, die Bildung macht alles falsch und die bereiten nicht richtig vor, wenn Sie uns nicht sagen, auf was wir überhaupt vorbereiten sollen. Ja, wir bereiten schon auf Lifelong Learning vor. Kein Problem, können wir machen. Wir bilden auch den Charakter, schon seit 200 Jahren. Ja. Aber wenn Sie uns nicht sagen, wo es digital hingeht, dann können Sie von der Schule nicht erwarten, dass wir es machen. Und der nächste Punkt, der da noch hinzukommt, bitte wählen Sie alle eine Partei, die mehr Geld für Bildung zur Verfügung stellt. Denn nur dann können wir uns diese doch noch relativ teuren Geräte für jeden Schüler leisten. Mhm. Anders geht's nicht. Mhm. Und wir können nicht von unseren Schülern erwarten, dass sie das alles in Form von Bring Your Own Device mit in die Schule bringen. Mhm. Das geht nicht. Ja. Ich nehme an, das ist eine wunderbare Diskussion für die Mittagspause. Nicht im Sinne von schön, sondern einfach, weil sie nochmal eine eigene wichtige Blase aufmacht. Ich möchte nur sagen, ich habe ausdrücklich gesagt, das ist mir wichtig. In der Tat, wir handeln hier alle unter Unsicherheit und Nichtwissen. Alle. Und das Ganze ist eine gesellschaftliche Aufgabe, an der auch, aber bei weitem nicht nur die Schulen beteiligt sind, ne? Und in der Tat, selbstverständlich. Ne? Und wir alle versuchen, uns das wechselseitig zu orientieren, wo sind wir denn jetzt gerade und was bedeutet das genau und wo könnte das eingesetzt werden und mit welchen Effekten, auf wen genau und so weiter. In der Tat, das ist genau, es ist jetzt ubiquitär geworden, diese Wissensgesellschaft ist eben auch eine Nicht-Wissensgesellschaft geworden. Ne? Voilà. Und in ganz vielen Dimensionen. Ich würde trotzdem sagen, man muss nicht pessimistisch sein, wenn jeder an seinem Ort sozusagen versucht, ne, an den Strukturen mitzuschrauben und wir Rechte einklagen, das zu tun. Das mit einem gewissen experimentellen Geist auch. Wir können nicht wissen, was da hinten rauskommt. Immer gucken, wo sind wir denn jetzt? Und was folgt daraus? Und müssen wir jetzt rechtlich was ändern? Oder müssen wir politisch was ändern? Und so weiter und so fort. Das ist der Update-Modus in, ne, Reinkultur, von dem ich eben sprach. Ich glaube, diese Ein-für-alle-Mal-Lösung, ne, werden wir schon deshalb nicht finden, weil wir eben auch technologisch in dieser Weise dauer herausgefordert werden und in dieser ubiquitären Weise. Und das ist eine unbequeme Position auf der einen Seite, aber sie bietet auch wahnsinnig viele Chancen zur Mitwirkung, wenn wir die einklagen. Mir scheint das wichtiger, ne, dass das politisch klarer ist. Politik findet nicht nur in der Politik statt, sondern überall. Ne? Ich habe die Diskussion vorher auch nicht als allgemeines Bildungsbashing irgendwie empfunden oder der Schulen, aber es geht, das war auch sicherlich nicht so gemeint, aber es geht ja hier auch um einen oder den anderen Aspekt auch zu sammeln. Herr Krüger, die Abschlussfrage bitte. Ja, danke. Es geht nochmal. Das Mikro mit Mikro auch wenn Sie eine laute und deutliche Stimme haben, trotzdem. Vielen Dank. Es geht nochmal um den Begriff der Gesellschaft im Update-Modus und um die Diskussion. Jetzt habe ich langsam den Eindruck, dass tatsächlich technologisches Gedankengut und Sprachgebrauch in die gesellschaftliche Diskussion einfließt, auch in die politische.
Da frage ich mich, sind wir tatsächlich so weit wie bei der Piratenpartei, dass wir ein Reboot des Systems brauchen? Denken wir jetzt nur noch im Update-Modus? Und ich hatte gerade bei dem einen Beitrag, wo es um das Rechtssystem ging, den Eindruck, aha, da ist die Schnittstelle, wir hatten ja gerade von Schnittstellen gesprochen, wo es so mit dem technologischen Sprachgebrauch nicht mehr funktioniert. Denn gerade bei den Juristen ist es so, die können nicht einfach nur updaten. Da ist nicht etwas, was besser wird. Da wird auch im politischen Sprachgebrauch etwas reformiert, etwas anderes. Man mag vielleicht sagen, dass das qualitativ besser ist und für die Zeit angepasst, aber es braucht seine Zeit. Ist also Ihre These, die Gesellschaft im Update-Modus so in Gänze nicht durchhaltbar oder schränken Sie sie in Teilen ein? Das wäre meine Frage. Ich habe ja vorsichtshalber gesagt, dass es sich um ein Forschungsvorhaben in Planung handelt und Sie ahnen deutlich, was daraus folgt, nämlich das ist genau Gegenstand der Frage, ob es in allen gesellschaftlichen Bereichen, in allen Handlungsbereichen in gleicher Weise und ob überhaupt spielt. Das wird man sehen. Und wenn ich das sagen darf, eine Reform ist zwar kein Update jetzt in diesem schnellen Rhythmus, aber schon auch ein Update, man ändert ja, was man hatte sozusagen. Und wir würden mal vermuten, dass aber angesichts dieser Beschleunigungsphänomene, die wir ja allenthalben erleben, zum Beispiel eben auch recht herausgefordert ist, sich zumindest überlegen, ob es praktisch dagegen hält und oder, vielleicht gibt es auch beides, an gewissen Teilen, gerade wenn es um die Regulierung etwa von neuen Technologien geht, sagt, okay, hier müssen wir mal experimentelle Löcher einbauen, mal gucken, was passiert, wenn wir das jetzt so regeln würden. Was passiert dann? Gesetzesfolgenabschätzung eben. Und dass man solche Dinge häufiger macht, also eine gewisse Experimentalisierung auch der Rechtsform und der Rechtsgebung könnte ja ein Fall sein. Ist aber eine offene Frage, werden wir alles. Also laden Sie mich in etwa 5 Jahren nochmal ein, dann sage ich es Ihnen. Die rege Diskussion läutet schon ein wenig die Abschlussdiskussion nach dem Mittagessen ein. Es ist traditionellerweise bei diesem, bei dieser Kooperation so, dass wir am Ende der Tagung auch noch mal andere Sichtweisen einfließen lassen und auch noch die Gelegenheit nutzen, einfach Fragen, die jetzt im Laufe der Diskussion vorher noch nicht so beantwortet waren oder diskutiert worden waren, dort vertiefen zu können. Also wie gesagt, das leitet schon darüber ein, aber bisher ganz herzlichen Dank für Ihre Anregungen. Sie haben es ja auch an der Diskussion gesehen, die auf viel Interesse gestoßen sind, viel Auseinandersetzung. Sabine Maaßen, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich danke Ihnen.